Christian, 0-2 in Salzburg nach einem harten Europacup-Donnerstag, Meisterschaftsalltag, allzu viel ist heute nicht für euch gegangen? Nein, boah, ganz schwierig war es halt. Mit den Bedingungen, Platz war glaube ich noch vom Mittwoch, wie der Regenschlacht war gegen Inter, richtig sandig und alles, aber es ist natürlich nicht die Ausrede. Die waren in allen Belangen halt besser als wir. Ich glaube, wir haben nicht mehr einen Torschuss gehabt, also ich kann mich zumindest an keinen erinnern. Also ja, verdient verloren auf alle Fälle. Ja, ist zum Ende hin doch noch irgendwie spannend geblieben, weil es nur 1-0 war. Aber ja, unser Anspruch ist natürlich, dass wir uns da Chancen herausarbeiten und dann auch welche machen natürlich. Dafür nach hinten hat das lange Zeit sehr gut ausgeschaut, weil eigentlich hat auch Salzburg keine so richtig zwingenden Chancen gehabt. Und wenn, was dann du zur Stelle? Ja, genau. Wie gesagt, erste Halbzeit kann es natürlich auch dann 2-3-0 stehen, aber ja, für das bin ich dann auch da. Aber wie gesagt, unser Anspruch ist da schon, dass wir Tore schießen und wenn möglich dann natürlich auch keins kriegen. Aber es ist natürlich schwer gegen Salzburg mit den schnellen Spielern, die sie vorne haben. Ja. Reden wir vielleicht ganz kurz einen Satz über deine Entwicklung, wie du vor einem Jahr nach Wien gekommen bist. Da warst du ein Torhüter, der noch nie regelmäßig gespielt hat, ein sehr junger Torhüter. Du hast eine Saison jetzt in deinen Beinen und in deinen Händen. Man merkt, das Selbstvertrauen ist immer größer geworden. Eine logische Konsequenz einfach aus dieser Saison. Ja, natürlich. Letzte Saison waren auf und ab. Ja. Und ja, natürlich jetzt die zweite Saison, wo ich regelmäßig spiele, da will ich auf einem konstant hohen Niveau spielen natürlich und der Mannschaft so weiterhelfen. Ja, und jetzt steht da noch der Donnerstag an. Ein Donnerstag mit guten Chancen für euch. Ja, ich habe es schon mal gesagt, es ist erst die Hälfte gespielt. Wir führen 2-1, aber wir wollen das Spiel natürlich zu Hause mit unseren Fans dann gewinnen.